Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von MudRunner im Multiplayer zusammen mit Pascal. Hallo. Moin, so. Und ich greife mal wieder ein bisschen Holz. Wir haben. Was meint ihr, wie viele Stämme schaffe ich auf jetzt auf einmal zu greifen? Kurz zur von den Info. Vieren. Wir haben ein bisschen vorproduziert, das heißt, die letzte Folge, die ging auch schon in die Vorproduktion und die vorletzte auch. Und diese natürlich dann auch noch. Also bitte nicht wundern, wenn irgendwas Katastrophales passiert ist und wir nichts davon reden. Ist ja allgemein so. Ich habe nur 93 Liter Sprit. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen. Bisschen. Ich habe 145. Toll. Okay, gut. Ich habe auf dem Weg nicht nochmal getankt. Ich habe aber bei der Werkstatt getankt zuletzt. Da habe ich noch nicht mal nochmal Sprit aufgenommen. Gehen wir rein. Ich habe jetzt einen Baumstamm so halb aufgeladen auf meinen Greifer. Weiß ich, ob er nicht runterfällt. Ich hoffe Rechtsklick, es. Sagtest du, zum Wegmachen der Maus? Ja, einmal kurz Rechtsklick und dann kannst du die Maus frei bewegen. Aber wenn du wieder Rechtsklick machst, dann bist du die alte Kameraperspektive zurückgeworfen. Das heißt, da musst du dann damit spielen, dass die Kamera sich die ganze Zeit bewegt und die Maus bewegst auch. Wieso bewegt sich die Kamera, wenn ich... Ich habe meine Maus und mit Rechtsklick kann die gar nichts machen. Mal kurz Rechtsklick machen und dann kann sich frei bewegen. Nö. Das ändert rein gar nichts. Cool. Also ich habe wirklich gar keine Ahnung, was ich, wie lang Holz sein soll. Es ist ewig. Ich lade derweil nur mein Kurzholz auf gerade. Es ist so lang, dass ich das nicht hoch genug kriege, weil der andere Truck zu weit entfernt steht und es ist Mist. Ja. Ich muss es nochmal anders anfassen auch. Ich verstehe immer noch nicht, wer auf die Idee gekommen ist, dass man R und Leertaste zum Drehen nehmen sollte. Anstelle von R und F oder naja, C das und Ding G ist, oder sowas. R ist ja sinnvoll. Und dann brauchst du halt noch irgendwas Zweites. Was nimmst du als Zweites? Das ist die Folie. F? F ist Winde. Ja. Selbst im fortgeschrittenen Modus. Okay, also ich hab's schon mal geschafft, den Baumstamm schön wieder in die Ablage zu legen. Toll. Ist das jetzt eine Leistung, was man die man machen könnte, ist, dass ich den Baumstamm, dass ich mich zwischen Baumstamm und an das andere Fahrzeug stelle und dann den Baumstamm einmal rumschwingen kann, sozusagen. Dann stehe ich auf jeden Fall auch nah genug dran. So muss ich es dann wahrscheinlich machen, ja. Nein, ich habe den Baumstamm verloren. Mist. Er ist nicht zumindest nicht weggerollt. Immerhin. Er wird so rabiatisch mit dem Baumstamm hier umgehen. Es ist kein Wunder, dass die runterfallen. Die fallen einfach mit Absicht runter. Ja, die haben einfach keinen Bock mehr. Das sind so, Alter, was sind das für Bedingungen hier? Und dann verschwinden sie. Nö, das ist dieser Truck, den bewegst du mit einem kmh und gar keinen Matsch. Weiß nur, erreiche ich den hier Baumstamm jetzt noch, den ich verloren habe? Ja, das tue ich. Sehr gut. Bitte. Zurückdrehen. Das Lenkrad. Das dreht sich einfach von alleine in eine Richtung, das ist so gut. Unten. Setz auf. Dem auf so eine. Auf so einem. Von meinem Fahrzeug. So, okay, das sollte reichen. Wenn ich nicht stecken fest würde. Stecken würde fest? Das würde auf jeden Fall interessanter, wieder rauszukommen. Ich hoffe, das passt so. Wahrscheinlich wird es nicht, aber. Was nehme ich, Mutter? Es wird doch nie im Leben halten, wenn ich diesen Baumstamm jetzt so aufgreife. Aber anders kann ich den nicht aufgreifen, außer ich müsste meinen Truck komplett wieder umstellen. Halt die Stützen einfahren, dann herumfahren. Ist nur so eine Idee. Licht an. Ach guck mal, ich habe sogar schon Baum umgefahren, ohne es zu merken. Weil dafür braucht man Licht. Dass man nicht einfach so Bäume umfährt.
Die armen Bäume. Du Chef, ich hab keinen Baum. Es wird wieder Tag. Ich muss sagen, ich habe erstaunlich wenig Schaden bisher bekommen. Also ich habe bisher nur einen Schaden bekommen auf dieser Map. Du kannst ja etwas anderes behaupten schon. Mit dem Schaden. Ich habe den Baum tatsächlich hier geschafft aufzuladen. Den habe ich aber ganz an der letzten Spitze nur anfassen können, weil er so weit weggerollt war von meinem Truck. Aber ich habe ihn trotzdem behalten und aufladen können. Nur so eine Idee. Zieh dich um. So. Vielleicht klappt das. Dann kann ich meine Stützen wieder nicht ausfahren. So, probieren wir es mal mit ausrichten. Nee, natürlich klappt es nicht. Also ich muss erst vorfahren. Dann Bau. 5. Nee, nicht 5. 6. So, dann rückwärts. Oh, es ist kompliziert, ey. Es ist dunkel hier. Mitten in der Nacht hier arbeiten. Ich dachte gerade, es würde hier irgendwie schon morgen grauen oder so. Nee. Das sah mal kurz so aus. Tiefste Nacht. Ach, der Kran hat sogar Licht. Schön. Ja, der Wunsch ist komplett schief gefallen. Egal. Oh, er geht nicht als platziert, der Baumstar. Oh, weil jetzt schief liegt. Hey, dann vorsichtig. So, jetzt ist beladen. Ey, das ist so ein Riesending, ja. Jetzt sind Baumstämme an neuem Stammort verfügbar. Stand jetzt gerade da. Ah, okay, das ist jedes Mal, wenn man irgendwo Holz auflädt oder einer anderen Ressourcenstelle Holz nachfügt. Genau, jetzt habe ich hier an dieser Ressourcenstelle habe ich jetzt 4 Kurzholz dazu bekommen. Das Ding hatte ich am Anfang noch nicht auf der Insel, oben die 3 mittellangen Stämme, sondern jetzt erst die 3 mittellangen Stämme. Weil ich dafür bekomme, dass ich an der ersten Station aufgeladen habe. Das hier ist, wenn du irgendwo Holz auflässt, kriegst du woanders neues Holz. Interessant. Danach wissen wir, mit anderen Worten, wir haben an sich unendlich Holz zur Verfügung. Dann nur nicht immer direkt. Endlich wäre. Sondern erst nacheinander kommen die dazu. So, die Frage ist jetzt, Tobi, durch die Pampa fahren kann ich nicht, weil hier ist ein Berg zwischen den beiden Ressourcensammelpunkten. Das ist wirklich hier eine gute Steigung. Das heißt, ich muss jetzt wirklich wieder zurückfahren, über die Straße und dann wieder abbiegen. Okay. Also vorbeikommen, wenn sie Langholz angucken. Naja, ich komme vorbei. Ich muss eh vorbei an dir. Also. Ich habe keine Ahnung, wie das gerade hier... Ich kann die Kamera nicht drehen, das ist nervig. Soll ich dich einweisen? Das wäre praktisch, ja. Dann komme ich erstmal zu dir vorbei. Aber dem Kran ist schon echt eine Herausforderung, du. Oh ja. Ich habe das Langholz platziert. Ich hab's geschafft. Halleluja. Bin gleich da. Ich würde den Anhänger einfach mal hier auf dem Weg stehen lassen, ne? Bevor ich zu dir fahre jetzt. Den muss ich ja nicht mitnehmen. Kann ich einfach wieder ankoppeln. Mach halt nur rückwärts perfekt hinten dran wieder. Also wenn mir einer hier erzählen will, dass ich den nicht perfekt gegriffen habe, ist wunderbar. Ich komme. Dreh ich. Hallo. Ach du Heilige, ist es lang. Aber ich habe die Mitte, der ist runter? Für mich durchsichtig. So. Deswegen brauchst du für 2 Baumstämme auch so lange, weil die einfach so unglaublich riesig und unglaublich schwer zu steuern sind. Nein, warte. So, Leertaste. So, und jetzt so runter. Liegt der drin? Bitte? Mhm. Ja, er liegt drin! Ha, es geht! Jawohl, ich hab's aufgeladen. Oh. Okay, ja, jetzt ein Baumstamm und einen neuen Sammelort verfügbar. Ah, okay. Im Zentrum der Karte. Da, wo es ganz einfach gewesen wäre, sind jetzt 2 Langholz. Ganz zum Schluss. Zumindest vom Weg her wäre es einfach gewesen. Ja. Dieses Langholz, ey, es macht mich fertig. Ich komme nur noch mit Winden voran.
Das werden wir sehen. So, wenn du deine Langholz jetzt ablieferst, dann haben wir ja ein Sägewerk fertig. Und wenn ich meine genau. zwei Kurzholz abliefer, haben wir das zweite Sägewerk dann ja auch fertig, ne? So, das wäre dann meine Rechnung, ne? Ja. So, da ist die Straße wieder. Dann heißt es jetzt nur noch irgendwie schnell das andere Kurzholz aufladen. Dass dann Tobi nicht auf mich am Ende noch warten muss und am Ende böse auf mich ist, weil er die ganze Zeit warten muss. Weil ich ihn hab warten lassen. Dann kann ich ja nochmal Langholz aufladen. Ja, richtig. Jetzt gibt's wieder Schläge. Nein, wir schlagen uns nicht. Ja, Leitplanke. Leitplanke wird drauf gefahren. Oh nein. Aber diesmal mit vollem Holz an. Mit vollem Holzdingens, ne? Weil du bist jetzt wirklich da drauf. Nein, fast. Okay. Ich bin wieder runtergesprungen. Von dem Ding. Weil ich hab direkt gebremst, als ich es gemerkt habe. Dann bin ich auch wieder runtergesprungen, weil ich mit dem Reifen noch drauf war. Und noch nicht mit dem Unterboden. Der Leitplanke. Ich hab's abwenden können, die Katastrophe. Na komm, zwäng dich über den Berg hier drüber. So steil ist jetzt auch wieder nicht. Und jetzt geht's ja auch noch bergab, da kann ich schön rollen lassen. Gas geben. Oh mein Gott, ey, das ist eine Quälerei. Ich komme hier nicht rum. Es ist schlimm. Da verbrückt es dann mit zwei Holzanhängern, ist auch witzig hier dann den Berg hoch. Mit wieder. Einem langen ist es viel schlimm. Ich komme jetzt schon um die Kurve rum. Ich bin noch nicht mal von der Holzstation weg. Die nächsten drei Folgen nur Tobi versucht wegzukommen. Dieses Shit-Zeug, ey. Ich hätte die Fahrzeuge einfach andersrum machen müssen, dass ich auf mein aktuelles den Langholz, wenn das gehen würde. Weiß ich, ob es geht. Ja, das geht aber nicht. Dieses Langholz- oder Mittelholz-System da drauf zu installieren, was auf dem anderen drauf ist, das ging ja nicht. Wir wetten, das fällt runter. Aua! Aua, aua. Wetten, das fällt runter. Verhakt. Aua. Ich verhake mich in der Holzstation. Du musst mal überlegen. Ich schaue gerade nach zwei Trucks und der hintere von beiden hat einen riesigen Holz. Der richtig viel Ausschwenken hat. Und ich habe nur so 4 Meter Platz. Ja, und ich hänge hier an dieser Holzdingens gerade fest. So, weil ich bin nicht mal so weit, ich muss mir eine Route setzen. Aua, ich hänge an dieser Holzstation fest, das tut weh. Sobald ich auf der Straße bin, das wird so schön. Alleine noch zum Sägewerk. Oh. So, Hänger rum. Geschafft, jetzt stehe ich auf Holz. Oh. Ich würde einfach aussteigen und diese blöden... Ja, der Stamm ist zerbrochen. Das Aststück ist zerbrochen. Es ist zerbrochen. Du warst einfach zu schwer, Tobi. Wie geil ist das denn? Das erste Stück ist einfach zerbrochen. Besser geht's nicht. Ich hab gerade drei Holz auf einmal, Tobi, in meinem Kran. Drei ja, Holz hatte auf ich einmal. Auch und dann habe ich den Kran einfach aufgemacht. Ja, das ist natürlich dann so semi-schlau nur. Okay, ich habe in dem Tag auch noch 63 Liter. Ich glaube, ich muss mir hier ein Supportfahrzeug herholen. Ah, jetzt habe ich gerade zwei... Sorry, Pascal, wir haben dich wieder nicht gehört, was du gesagt hast. Weil mir sind gerade zwei Holzstämme runtergefallen und den dritten habe ich gerade fallen lassen, aber... Ein Holz hat ja drauf gefallen, aber den dritten, den muss ich nochmal neu korrigieren. Der liegt nicht gut genug. Ich muss berghoch um die Kurve im Matsch. Klingt entspannt. Total entspannt. Sicher, dass er keine Handbremse drin hat.
Gut, und noch ein einziger Baumstamm zum Aufladen. Gut, also ich habe jetzt mein Holz aufgeladen. Vollkommen. Ich muss nur noch wenden und dann zurückkommen. Ja, ja, und dann nimmst musst du dir ein Supportfahrzeug einrichten und fährst zu mir. Ich muss erstmal versuchen, dass ich mit meinen 43, 42 Litern überlebe. Und nicht liegen bleibe. Ich sehe die Straße. Ich sehe sie. Und sonst brauche ich auch ein Supportfahrzeug für mich. Ich habe da ja ein Supportfahrzeug, da ja in einem Werkstatt stehen. Mhm. Da kannst du dann sogar in der Tankgruppe. Nein, gut, das ist nochmal ein Weg. Das müsste ich vorher aufrüsten. Oh, mein Anhänger hat kurz dich zum Schlafen gelegt. Aha. Heißt? Ne, der lag mal ganz kurz auf der Seite. Wo ich mir gerade runter gegen den Baum beim Wenden, ne? Interessant. Weil ich dachte, der Wenderad ist mehr kleiner. Wollte ich das wissen? Und mein Lenkrad zappelt gerade unglaublich. Ich hab noch 34 Liter. Ich schaff das. Ja, 36. Bist du auf einem ähnlichen Niveau tot. Was für ein Verbrauch hast du? 14, 12, 13, 14, 13, 14, gut, 13, ich 10, irgendwie 8, eine 11, ich hab nur 9 14. und 10 irgendwie, so 12. Pascal, ja, ich bin an der Straße. Ich bin an der Straße. Wie viel Liter? 30. 30. Ich hab's geschafft. Ich würde mal ganz kurz. Also jetzt beide keinen Treibstoff mehr. Sehr gut. Ich würde mal ganz kurz ein bisschen mehr Abstand zwischen den Truck und den Truck bringen. Das bringt ein bisschen Handlungsspielraum. Weißt du, wir schaffen das noch zum Sägewerk oder? Ne, ich glaube, wir müssen auftanken. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Der bis zum Sägewerk definitiv nicht mehr, ne. Ne. Na Junge, gut, wenn ich hier jetzt mit diesem Konvoi irgendwo an der Leitplanke hängen bleibe, Alter. Das kann so leicht passieren. Nee, danke. Ja, sonst, hast du die Möglichkeit, schnell mal irgendwie ein Tankfahrzeug zu besorgen? Nö. Während ich ja gerade noch auf dem Weg bin, so auf die Straße. Und zu also dir? Ja, kann ich machen. Ich kann meinen kleinen, ja. Mein kleines Dings da kann ich nehmen, in die nächstgelegene Werkstatt tun. Dann kannst du uns beide mich auftanken. Naja, gut. Dann nehme ich. Nee, warte mal. Ich nehme eher das Große. Weil mit dem Kleinen. Da kann ich, glaube ich, dann nicht genug Kraftstoff transportieren. Dann nehme ich mein großes Ding, mit dem ich dich auch schon aus dem Fluss gezogen habe. Ich komme mit dem Baumstamm hier nicht drüber. Ich habe noch 5 Liter Kraftstoff. Ich will hier gerade einfach nicht drüber kommen. Meiner fährt auch gerade auch, als ob die Handbremse angezogen wäre. Ist sie aber nicht. Ich komme mir auch nicht voran, wirklich. Alter, was habe ich für eine Haftreibung? Wirft der hier mit physikalischen Begriffen um sich? Was ist das denn für einer? Ja. Nee, also ja, ich bin jetzt mit dem Fahrzeug unterwegs, das 2 Auspuffer hat. Tank leer. wäre übrigens auch nett, wenn du mich über diesen Baumstamm noch ziehen würdest, vor dem ich gerade stehe. Mhm. Weil ich komme hier nicht drüber. Tankanhänger, 1600 Kapazität. Klingt erstmal nicht schlecht. Ja. Sollte reichen. Dagegen. Frontlader. Kraftstoffkanister, 700 Liter. Kurzholz, Mehrzweck. 600 Liter und Reparaturpunkte. Ne, dann nehme ich Kraftstoffkanister mit einfach. Das ist so ein bisschen kleiner. Wir brauchen eh nur ein bisschen was. Naja, 600 sollten ausreichen. Richtig, ja. Auf jeden Fall. Wobei, sind die beladen? Nö. Cool. Das heißt, ich beiße mal an der Tankstelle. Ja gut, das ist aber jetzt auch kein so krasser Umweg. Das stimmt. Beziehungsweise du kannst eigentlich dein Fahrzeug schnappen und schon mal zu dir fahren. Du hast ja da schon die da drin. Ist korrekt. Na, moin, da stehe ich ja. Könnte die wissen, dass so ein kleiner Bach so tief ist? Thank you.
Also ich könnte dir 65 Liter geben. Meinst du, es reicht? Wie viel Liter hast denn du drin? 65 habe ich noch übrig in dem Truck hier. Ich habe 100 an mich gegeben und 65 ist noch übrig für dich. Weil. Gut, du hast noch reichen. Dann fülle ich lieber noch auf. Du kannst dann ja auffüllen und dann sollten wir doch noch mehr brauchen, kannst du dann einfach dann aufgefüllt ja dann dafür hier lang fahren zu uns. Aber ich bin, wir sollten das mal probieren mit dem bisschen, was ich jetzt hier vorbeibringe. Zu probieren. Weil dann setze ich mal deinen Truck rein, damit ich ihn auch sehe und ich auch betanken kann. Ja, der ist so kurz bei der Ausfahrt. Das dachte ich mir. Ich bin jetzt gleich bei dir. Weil da, wo du sein müsstest. Zumindest. Ja. Du siehst ja die Fahrzeuge auch. Ja, nur ich sehe irgendwo das Graue in der Landschaft. Nur ist die Interaktion dann deaktiviert wahrscheinlich. Ja, ich sehe einfach nur so ein graues Ding da in der Landschaft stehen. Die ist schon auf der Straße, oder? Weil ich stehe auf der Straße, ja. Bin ich blind oder blöd oder beides? Blind, blöd und beides. Wahrscheinlich. Aber ich stehe jetzt hier an der Ausfahrt von dem Feldweg. Aber ich sehe kein Fahrzeug. Oder bist du schon weitergefahren Richtung Stadt? Kann sein, dass ich auch schon 2-3 Meter weitergefahren bin, ja. Ach, da steht er. Da steht er. Einer. Gut. Dann setz dich rein. Jetzt habe ich gerade aufgetankt. Ja, setz dich trotzdem bei dem mal rein, dann kann ich dir. Dieses Fahrzeug ist nicht als Dings geeignet. So, dein Vorderen soll ich aus eintanken, ne? Ja, genau. Ramm mich nicht. Das habe ich nicht vorgehabt. 100 Liter getankt. 7 Liter getankt. Cool. Jetzt bin ich leer. Das heißt nur 67. Achso, nee, 64 ist das mein interner Tank. Achso, das andere, da hatte ich noch 100 irgendwas. 107, ja. Na, 107, ne? Ach so, 107. Pass auf! Ich bin vorsichtig. Als ob ich irgendwann rammen würde. Ey, komm, jetzt hab ich das Ding schon befüllt. Jetzt fahr ich damit nochmal dahin. Pascal muss ja eh noch aufholen. Dann kannst du uns nochmal voll tanken. Auch wenn wir wahrscheinlich nicht brauchen werden, aber egal. Wir nehmen den Tank einfach nochmal. Das Ding ist schlimmstenfalls, wären wir einfach an der Werkstatt oben vorbeigefahren oder es wäre mal ein Umweg. Vor allem bei den aktuellen Spritpreisen, Tobi, ne? Oh, wenn ja. Man eh jeden Sprit, den man haben kann. Und wenn ich hier schon mal 800 Liter reingetankt habe, beziehungsweise, nee, warte, 700 plus 400, 1100 Liter Sprit führe ich gerade hier mit mir. Läuft. Das ist ein Vermögen, Tobi, ein Vermögen, was du mit dir führst. Naja, bei 2,20 Euro pro Liter. Ich wollte gerade sagen, mindestens das Doppelte in Euro ist es wert. Keine Ahnung an euch Leute jetzt in der Zukunft, wir sind ja für euch in der Vergangenheit, wegen Vorproduzieren, wie sich das da bei euch geändert hat vielleicht, aber bei uns damals waren die Spritpreise noch hoch. Vor ein paar Wochen, ja. So, ich bin da. Na komm, gehen wir in den zweiten Gang. Oh, dritter Gang sogar, danke. Warte, bin da. Ja, und ich fahre. Dann fahren wir schneller. Junge, sind das Massen an Busso. Hölz. Ja klar. Passt du vorbei? Ja. So, soll ich noch irgendwas auftanken? Ja, dich wenn dann vielleicht. Nö, ich meine, das ist ein anderes Fahrzeug oder so, keine Ahnung. Ach, ich hab sonst nichts. Das hier vielleicht noch. Jawohl. So, jetzt habe ich hier immer noch. Boah. 84 Liter übrig. So, dann auf geht's, fahr weiter. Jetzt ist nur noch die Frage, jetzt müssen wir uns nur darum streiten, wer zu welchem Dings fährt. Zu welchem Sägewerk. Also ich bin ja der Meinung, dass ich den einfachen Weg krieg. Ja, nimm du halt das erste Sägewerk, nicht nimm das dahinter. Die Frage ist, ob der Weg einfacher ist. Weiß ich nicht, ich war nur beim ersten Sägewerk und dahin der Weg ist, glaube ich, nicht allzu schwer. So ich in Erinnerung noch habe. Okay. Dann nehme ich mal kurz noch einen Weg, damit ich nur weiß. Nein. Auch wann ich abzweigen muss. Leitplanke.
Nee, mit der willst du keine Bekanntschaft machen. Ah, ich bin gerade so mit Vollspeed so langsam hab mich umgeschaut und das war knapp. So, Route gesetzt, dann fahre ich jetzt nochmal hinterher. Boah, Junge, der Truck hinter mir muss bremsen, weil ich zu langsam bin einfach. Mein Anhänger ist gerade einfach ausgebrochen nach hinten, ne? Darum die Kurve gefahren, einfach so random Anhänger ausgebrochen. Hast du nicht mehr eingesperrt? Nee. Ja, ich versuche auch immer nicht in die grauen Fahrzeuge reinzufahren, auch wenn ich immer sehr schwer einschätzen kann, wo die sind, weil mir nicht mal die Konturen von dem Fahrzeug angezeigt werden, sondern nur Symbolbild von dem Fahrzeug. Dass da ein Fahrzeug ist. Es wird nicht nur Symbolbilder von diesem Fahrzeug angezeigt, sondern nur, dass da ein Fahrzeug ist. Ja, einfach nur Symbolbild von Fahrzeug. Ich habe so Angst, dass das umfällt jetzt. Oh. Nicht gut. Das wäre zumindest eine schöne fünfte Folge auf der Map, ne? Haha, sowas wurde. Mit der Aufnahme geht jetzt hier 45 Minuten. Wenn wir einiges rausgeschnitten haben. Beziehungsweise du. Ja. Und ansonsten, Map-Finale kann auch mal ein bisschen länger sein, ne? Ist ja, ja logisch. Obwohl ich ja jetzt nicht, da ja nur, dass jetzt die letzte Folge, also jetzt nochmal eine fünfte Folge machen, jetzt diese Folge teilen und die fünfte Folge von nur keine langen 10 Minuten lang ist. Das bringt's ja auch nicht. Da gibt es ja einfach eine XXL-Folge hier vom Webfinale. Das kann ja auch mal passieren. Naja. War ja auch in den 45 Minuten nicht so viel Interessantes zum Teil. Ich bin fertig. Das Sägewerk ist voll. Und du bist auch schon da. An deinem Sägewerk. Korrekt, da fahre ich jetzt das Ding weg. Geh da rein. Die Handbremse raus und fahr hier entlang. Da. Ladung, 6 Punkte. Warte mal, das hat Langholz oder 6 Punkte. Ah, noch besser. Haben wir alle Fahrzeuge und so? Ja. Ja. Wir haben es geschafft! 1,48. 1,54. Wie viel Kraftstoff hast du verbraucht? 450 Liter. 453 Liter. Ha! Nein, ich habe 449, das habe ich aufgerundet. Ah, okay. 453. Also, wie viel Distanz? 9,8 Kilometer. 10,26. Krass. Nein, du ich war bist ja ein bisschen mehr gefahren als ich. Ja, ich war diesmal krasser. Ich war zum Teil sehr langsam unterwegs. Ja, sonst war Tobi aber der krasse Typ, der viel gemacht hat. Wer ich habe Langholz aufgeladen mit einem Kran und habe das dann dort rausgezogen. Also wenn das nicht krass ist, was willst du? Aber was ist deine Map-Bilanz, Tobi? Ja, also ich finde es eine sehr schöne Map. Kann ich nur sagen. Ich muss sagen, das Spielen auf der Map hat mir sogar noch einen Ticken mehr Spaß gemacht als auf den anderen Maps, muss ich ehrlich sagen. Jo. Also einfach das hier mit dem Holz erkunden und dann dem Kran zwangsläufig aufladen sofort noch ein bisschen besser war. Aber ich glaube, wenn wir die anderen Maps spielen, ich glaube, dem Kran, ich glaube, das müssen wir uns nicht antun, oder? Wenn es nicht gefordert wird von uns. Muss nicht. Aber man kann es auch machen. Das ist ein bisschen bequemlicher doch, wenn man einfach das Holz einfach nur auflädt, tatsächlich. Aber wenn es ein paar mehr Maps gäbe, die so wären, weil ich glaube, es ist die einzige Map, die man so auf diese Art und Weise hier sind spielen Sie muss. Sind Sie sicher davon? Meine ich zumindest. Also, es gibt noch andere sehr interessante Maps. Das ist uns ein DLC sozusagen. Richtig. Ja, aber bis dahin, bis wir das dann machen, das sehen wir dann erst in irgendeiner der nächsten Folgen. In der nächsten Folgen, genau. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ja. Schönes Wochenende. Nee, nicht schönes Wochenende. Wann kommt die Folge raus? Mittwoch, ne? Richtig. Schönen Donnerstag und Freitag. Tschüss. Tschüss.